Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guckt euch diesen Skin an. Guckt ihn euch an. Also, holy shit, und auch der Umhang. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so einen geilen Skin besessen. Wir spielen Talon. Oh mein Gott, ich würde ja gerne ranscrollen, Leute. Würde ich echt gerne, aber kann ich nicht. Weil dann komme ich nicht wieder rausgescrollt. Ich weiß nicht mal, das sieht so. Ist das eigentlich maximal weggescrollt? Ich glaube ja, oder? Irgendwie sieht das nicht so aus, oder? Boah, ich weiß es nicht, ey. Beide Teams sind so richtige LCS-Teams, Leute. Oh, shit. No, ja, okay, jetzt sind wir an ihm dran. So, Uwo. Okay, ich glaube, die Animationen sind... Das ist allerdings auch ein Chroma, Leute. Ich habe zwei Chromas gekauft. Komm schon, komm schon. Komm schon, noch ein Stück. Ganz langsam. Ganz langsam. Noch langsamer. Komm schon. Ich kann so nicht spielen. Bitte, bitte. Noch ein Stück. Vielleicht... Noch ein Stück? Ich glaube, das war's. Mehr geht nicht. Wir spielen Talon. Wir spielen gegen Shen? Oder was ist das hier? Also, das ist Shen Support. Also wir haben beide Teams richtig krass. Eigentlich, mag ich überhaupt nicht gegen Karthus zu spielen. Xerath ist auch ekelhaft. Der hat allerdings Teleport dabei, was wiederum gut für uns ist. Wir haben einen Twitch im Team. Und Malphite, wir haben eine krasse Kombo. Karthus mag ich halt, wie gesagt, überhaupt nicht. Aber da wir eine Soraka haben, da habe ich dann nochmal ein Auge zugedrückt, muss ich ehrlich sagen. Hier für dich. Oh, das sieht so Trempier-mäßig aus. Richtig lecker Trempier-mäßig. Ich kann hier halt leider nichts machen. Wenn er ein bisschen Damage auf ihn macht, ist das cool. Er darf mir jetzt nur keine XP klauen. Keine XP klauen, habe ich gesagt. Sag das doch nicht aus Spaß. Hallo. Ja, so, der hat Teleport dabei, Leute. Wenn du Teleport gegen Talon spielst, dann hast du eigentlich die Kontrolle über deine Elo verloren. Das müssen wir halt abusen. Definitiv abusen. Also viele Minions hier low droppen. Also, ja, gucken wir mal, was wir machen. Deren Botlane, also Shen ist nicht so einfach zu ganken. Wir müssen Karthus abfacken, Leute. Das ist unser Plan. Wir müssen richtig viel im Jungle den Karthus nerven. Oh, das fängt natürlich nicht so gut an. Also, die Animation, auch der Sprung, sieht alles super cool aus. Ich will gleich die noch sehen. Die wird wahrscheinlich so ähnlich wie beim Eternal-Skin sein. Dass da so auch so Schatten hinterher fliegen, springen. Das Problem bei Xerath ist, es ist grundsätzlich kein gutes Matchup, weil wir einfach an den Brody da nicht drankommen. Also, und wenn wir an ihn rankommen, dann stunt er uns direkt. Es ist also ein Matchup, wo wir mit Flash arbeiten müssen, um ihn zu töten. Oder halt insane sein müssen. Irgendwie sowas. Ich denke, wie gesagt, da er ja keine Barriere hat, ist es machbar. Aber nervig. Machbar, aber nervig. Das wird dann in meinem Luwu-Profil oder Tinder-Profil stehen. So, gut. Machen wir mal. Fuck it. Ich komme ja nicht ran an ihn. Was soll ich machen? Und er hat ja unendlich Mana, so gesehen. Deswegen... Wenn ich jetzt schlechte Trades mache, dann gehe ich irgendwann out of Uwu. Uwu Blades! Ich denke mal, Karthus wird wahrscheinlich erstmal nicht ganken. Wir könnten natürlich gucken, ob wir irgendwo warden und ihn einfach mal abfangen. Ich glaube, das wäre gerade in diesem Matchup sehr, sehr geil. Oder ich mache einfach mal so! Zack, und jetzt dodgen wir. Oh, ja. Schön. War jetzt aber auch nicht zu geil. Und jetzt gibt der mir halt Damage mit, ne? Aber Flace ist gar nicht so schlecht. Ja. Ja, ja, komm, mach Gift, okay, gut. Ja, aber jetzt nicht so viel. Ich könnte, ich weiß nicht, Leute. Okay, Karthus ist oben. Karthus oben hat noch, ist full life, das ist nicht so. Wie töte ich denn jetzt den Brody? Ich glaube, die Brody Blades könnten helfen. Ich weiß ja nicht. Spätestens mit 6 könnte ich was machen, aber vorher, weil... Ich meine ja, der ist aus Papier, Legend. Das ist ein Papier-Xerath. Ich sollte jetzt auch nicht zu viel Respekt haben, aber... Was mache ich denn? So einfach? Ja. Komm, stipp. Da dran. Sip. Ja. Oh, das war aber Trebier-mäßig knapp. War richtig knapp, muss man sagen. Aber ja, hätte er Barriere gehabt, wäre er dann nicht gestorben. Aber er hat auch gedacht, er wär's. Aber er ist es gar nicht. Also... Und schön. Dieses Skin, oh mein Gott, ist der cool. Oh, was ist das? Eine Kiste. Oh. Lass mich gehen. Nein. Tu es nicht. Hier, nimm die Blades. Tu es nicht. Bitte mach kein Auge jetzt. Mich durchlaufen gerade verschiedenste Emotionen. Leute, wisst ihr, warum das geklappt hat, by the way, wegen dem Teleport-Buff? Teleport wurde ja jetzt, dass er, glaube ich, mal Move-and-Speed gehabt, deswegen kam der so schnell zu mir auch rüber dann, oder?
Wobei, ja, oder irgendwie so. Das ist der scheiß Teleport-Buff. Oh man, Teleport-Buff ist richtig nervig. Und meine Emotionen sagen mir gerade, einerseits, hey Tobi, du hast richtig Kacke gebaut, andererseits, wow, er hat mich beim Kackebauen unterbrochen. So, this is not forgivable. Okay, Leute, wir müssen, ich werde jetzt ausrasten. Ich werde jetzt ausrasten. Nö. Der macht da irgendwelche Kills, ich werde jetzt ausrasten. Ich habe jetzt auch geholt, ich komme jetzt runter. Ich werde jetzt ausrasten. Ich bin about to ausrast. Wütend, das Vytometer ist angeschmissen. Vytometer ist da. Vytometer ist da. Vytometer ist da. Bre. Hallo, 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 hallo. Hat der noch Ult oder sowas? Ich habe noch keine Katus Ult bekommen. Oder war die, als ich tot war? Now Katus Ult, please. No, 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 no. Oh, danke. Yeah, it's not a problem for me, you know. It's I don't see a model right there. Das war okay-ish. Zumindest habe ich erstmal ihm das zurückgegeben, was er mir gegeben hat, der komische Xerif. Ja, Botlane sieht halt noch nicht too good aus, wenn wir honest sind. Wir kaufen uns so ein Schwert. Got two assists like me. Ja, ne, ich meine, guck mal, er ist ein positiver ADK. Er hat gesagt, es ist okay, dass er gestorben ist. Er hat zwei Assists bekommen. Ja, Sabalotti. Da schreiben wir mal einen Good Job, Leute. Good Job, Mr. Red. Es wäre cool, wenn er auch den Red Skin gehabt hätte, aber Leben ist hart. Gut, was können wir mit dem Xerif machen? Also, hat er Vision? Ja, scheinbar. Das Beste, was wir machen können, ist, glaube ich, zu buschen. Oder? Vielleicht hat er keine Vision. Dann muss er aber jetzt kommen. Ja, so funktioniert das nicht. Dann machen wir einmal so. Zip, zack. Okay, wir könnten direkt roamen. Ich habe halt noch keine Ultimate. Oh mein Gott, ist der Skin cool. What a fucking coward champ. Okay, jetzt ein Ward, das machen wir mal fix weg. Botlane ist auch gerade am traden. Ich könnte also runterkommen. Allerdings wissen die, was Sache ist. Und hier ist ein Red Bufforinor. Hat der hier gewordet? Weiß man nicht. Xerif ist auf jeden Fall da. Wir könnten natürlich... ich mach's ihm erstmal nervig schwer. Ja, ich glaube nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Aber Mr. Red kommt nicht. Guten Tag. Einmal bitte deine Elo. Und den Red. Bitte, kann ich? Oh, okay, dann nicht. Dann nimm den Red. Hat er den jetzt dann gleich, wenn er wiederbelebt wird eigentlich? Nee, oder? Komme ich hier irgendwie weg? Vielleicht. Möglicherweise. Later. Da machen wir halt eine Roomtour. Das Problem ist, dass Mr. Cactus jetzt wiederkommt. Eine Roomtour. Hier ist mein Schlafzimmer. Hier ist Riven. Und hier ist Gimme the Devs. Okay. Ja, aber er hat geflasht dafür und ist nicht auf der Botlane. Also, Leute, hallo. Wieso ist das eigentlich so schwer, wenn... Was macht Mr. Red die ganze Zeit? Halt doch mal meine Lane. Hold the Lane. Gut, es war... durchwachsen. Vor allem, weil wir die ganze Zeit Farm verlieren, aber... Okay, naja gut, er hat den Blue Buff, aber er muss jetzt hier... Ne? Ich finde das immer... Leute, ich mag das überhaupt nicht, wenn ihr irgendwas auf der Map macht und eure Jungler... Leute, das ist pures Gold in der Mitte. PG, pures Gold. Nimmt das mit. Der ist tot, der Twitch. Der ist tot, der Twitch. Der Twitch ist so tot. Der ist so tot, der Twitch. This Twitch so dead. Okay, ja genau. Ja. Gut, ich hab's aber auch nur gesagt, um ihn aufzubauen. Dann wäre ich aber auch nicht enttäuscht gewesen, wenn er gestorben wäre, weil ich hätte es ja gesagt. Ja, jetzt können wir Platte gönnen. Platte. Lucky I lagged right in the moment. Man kennt's, na klar. Genau in dem Moment geleckt. Natürlich. So. Guck mal hier, der, sein Jungle ist sofort. Kann ich bitte? Oh, really? Sein Jungle ist sofort da, um zu clearen. Aber ist okay. So, wir holen uns die Platte. Wir haben Ultimate. Ich glaube, der Typ macht gerade Vögel. Ich werde ihn jetzt in Flagranti erwischen. Hallo! Okay. In Flagranti. Das sagt man so, wenn man so welche so beim Sex erwischt. So die Freundin und dann mit einem anderen. In Flagranti, Leute. So, was ist hier unten? Ich habe noch eine Rechnung offen. To have a bill open. Ich glaube, ich wurde gesehen, oder? War hier auch... Da war doch wer, oder? Ja, der Kaktus. Wurde ich schon gespottet? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich... Ich bin ein Shinobi. Ich bin unsichtbar. Wieso werde ich gepinkt eigentlich? Ich gehe mal nach hier und dann kann ich, falls da was passiert... Irgendwas ist doch hier im Busch. Ich glaube, die wissen, dass ich hier drin bin. Leute, aber wenn die das wissen würde, dann wird sie doch nicht da... Aber ich will nicht getauntet werden. Ich muss es machen. Ich muss es für die Shinobi-Ehre machen.
für Shinobilon. Shinobi! Later! Out Attack. Und ja, hier mal. Schön. Ja, ist ein bisschen doof, dass der Bruder hier gestorben ist, aber... Leute, bitte haltet meinen Turm, bitte. Bitte, Mr. Red. Dann nehme ich hier unten jetzt ein bisschen Geld vom Turm. Eine Platte oder zwei oder fünf. You can get back... Oh ja, wie back? Erstmal gönne ich hier mir. Guck mal, er ist immer instant da. Aber immerhin tötet er den Midlaner. Das ist okay für mich. Das ist okay für mich. Oh mein Gott, das geht cool. Ich kann's... Ich glaube, das ist der beste Talonskin, den es je gibt und gegaben hat und gegabert wurde. Ich glaube, wir brauchen schnellere Schuhe, weil wer schnell ist, ist schneller da. That's why I got Earth. Ach, your Flash. Okay, wir stehen 4-2. Wir haben unser Farm. Ich meine, unser Farm ist nicht gut, möchte ich kurz anmerken, aber niemand hat hier Farm. Also ist mein Farm wiederum okay dafür, dass ich so viel roame? Ich weiß es nicht. Okay, wir farmen mal eben kurz. Ich würde jetzt auch mal den Xerif töten. Aber... RIP! Zip, zip! Gib, gib, gib! Ich bin ein Inter der dritten Klasse und vierten Generation. Wir könnten direkt nochmal... Wir machen erstmal das Ding hier weg. So, das Problem ist, die haben halt... ein ziemlich starkes Late Game, aber unseres ist jetzt auch nicht too bad. Wir haben Soraka, Twitch und Malphite. Die haben Xerath und Katos. Autsch. Zip, 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 zip. Ich muss echt ein bisschen mehr farmen. Ja, also was heißt muss ich? Ich weiß nicht, ob ich das muss. Alter, habe ich das nicht gerade weggemacht? Ach, Leute. Oh, die Blade, so schön in lila, schattig, so. Schattiges Turbo-Lieder. Richtig amazing. Hatte ich das gerade kurz vorher abgebrochen oder was ist Masse? Kann ich einen Sister? Okay, schade. Schade, aber Twitch ist on fire. 5-1. Poco, Poco. Im Poco-Togo-Club. Schön. Dankeschön. Nehme ich gerne. Oh, jetzt können wir Platte. Platten. Oh, Mann! Wir fragen einfach mal nach. Ich finde, wir sind ja in einer Fahrgesellschaft. May I take one plate? Wir einfach mal nachfragen. Oh, shit. Unser Mr. Red braucht Hilfe, aber ich habe nichts. Mr. Red, ich komme. Mr. Red. Mr. Red. Ich weiß nicht, ob ich sie schaffe. Na, okay. Und schon. Man muss sich jetzt entscheiden. Ja, ich verliere jetzt wieder Farm, aber dafür habe ich Mr. Red versucht zu helfen und einen Flash bekommen. Und durch diesen Flash, der jetzt weg ist, wird Riven nachher meine Botlane nicht töten mit ihrem Teleport, den sie benutzt. Und dadurch wird Lucian davonkommen, nicht aus dem Game gehen und später carryen. Schön! Schön, 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 schön. Gut. Das können wir machen. Ja, yeah, oh, richtig viel Geld. Lecker. Lecker, schmecker, wie das duftet. Botlane ist das Masse. Au! Okay, das macht noch nicht so viel Damage. Der ist noch nicht so im Game. Hat der kein Dark Harvest? Doch, hat der. Hier kommt der Sheriff gerade, aber ich habe noch keine Ult. Guten Tag, einmal bitte. Einmal bitte Elo, bitte. Ja, was ist denn das für ein Schild? Achso, Barrier oder was? Hä, der überlebt jetzt aber nicht, oder? Naja, okay, immerhin. Ja, Mann, dieser Shen! Ach, das war das Shen-Schild. Ich dachte schon, hä, ich bin so Rocker bei uns im Team und so Dinge und so, hä? Das war das Shen-Schild, oh Gott. Oh Mann, hätte ich direkt geholt, ich wollte es so ein bisschen... Hätte ich... Ah, Mann, ich bin ein Inter 5-3, Leute. Aber immerhin sehe ich cool aus dabei. Ja, aber vielleicht... ich glaube, jetzt mit dem Skin werde ich 80 Games am Tag spielen. Talon, only. Oder bis ich weine, alternativ. Der andere Kummer, den ich habe, ist übrigens so ein ähnlich farbener. Der ist so türkis. Also, der hier ist türkis und der ist so ein bisschen neonfarben. Das fand ich richtig cool. Der andere ist, glaube ich, blau. Sah auch cool aus. Der pinke, rote, die sehen alle nicht so cool aus. Der weiße ging, glaube ich, noch, aber ich hatte keine RP mehr. Also, hier habe ich nur zwei gekauft. Finiamola in fretta. Encanio fretta. So, wir warten die Wave und dann haben wir da eine schöne Blade-Lanze durch. Autsch. Xerath ist ein richtiger Reude. Na, 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 na. So, was machen wir? Wir haben Ultimate. Wie wär's, wenn wir jetzt mal Shen auch... Ne, er gankt ja mich die ganze Zeit mit seiner Kacke da. Der chased mich immer den ganzen Tag und alles.
Ne? Was ist, wenn ich ihm das jetzt zurückgebe? Wir machen noch einen Ward hier für Katos, denn für den Kack. Oh, hier ist sogar ein Anti-Ward. Ich würde. Ah, okay, Lucian ist auch gerade nicht da. Wir könnten auch Vögel nehmen, aber ich habe keinen Ward mehr hierfür. Vögel sind ganz angenehm eigentlich zu nehmen. Ne, mit dem. Ich meine, die gingen vorher auch sehr, sehr gut, aber jetzt stirbt dann der Vogel auch immer sehr schön an der Blutung meistens. So, nehmen wir mal mit. Ich meine, vielleicht ist es mittlerweile auch worth. Ich meine, das ist Talon. Talon muss man roam, aber aktuell kriegt man ja so Giga 4 Solo-XP. Vielleicht sollte man einfach. Oh, guten Tag, wer sind Sie denn? Oh, shit. Kann ich bitte gehen? Einmal bitte gehen, einmal gehen, bitte. Mann! Wieso? Wieso? Warum? Why? Hätte ich übrigens Mercurys kaufen sollen im Game? Mercurys. Ja, also ja, ich glaube, Mercurys wäre nicht verkehrt gewesen im Game. Auch als Magieresistenz alleine. Die haben ja jetzt 2 Full AP und einen halben. Ne? Aber Chills ist gut im Game, 6-2. Aber nicht sterben, Brudi. Nicht sterben, danke schön. Dankeschön. Mein Turm ist leider weg. Ja, Leute, ich glaube, ich weiß, was wir brauchen. Bei der Macht von Banana. Oh moi. Banana? Banana! Shindoraichan Banana! Banana? Ich muss zugeben, aktuell bin ich nicht auf der Höhe meines Skills, aber. May it will return. Ich hatte aber auch gestern so eine Runde, wo ich wieder dachte. Ich stand 15-8, ich habe das auch getwittert, Dingern. Und alle in meinem Team haben einfach geintet. Wirklich alle. Also, ich glaube, der Höchste in meinem Team hatte 2 Kills und die hatten Minimum alle 8 Tode. Das war auch richtig schön. Könnte sein, dass Xerif hier langkommt. Oder wir nehmen noch... Oh, jetzt müssen wir hier... Komm, Tan, zeig mir, was du kannst. Komm, do it. Fuck. Lass mich durch. Ah, schade. Ich dachte, dass ich vielleicht so hier rüberspringen kann, aber... Wollte nicht, aber wenn wir Glück haben, kommt der jetzt hier irgendwo noch. Der muss, ich glaube, der geht's nach hier oben. I think, oh shit, jetzt hat er mich spätestens gesehen. Macht er gerade Papageien? Wo ist der denn? Das kann doch nicht sein. Okay, dann, Leute. Ja, er ist einfach unsichtbar. Dann gehe ich jetzt Caitlyn töten. Caitlyn steht 2-3. Wir nehmen eine Wave mit und dann töten wir Caitlyn. So, ich muss auch unbedingt, ich muss mir das wieder merken, dass ich dieses Control-Ding mitnehme. Vielleicht können wir ja den Katos von hinten, ach Leute. Ich glaube, ich bin tot, ja. Oh Mann, dieser Shen nervt mich so hart. Er nervt mich so hart. Das gibt's gar nicht, ey. Ich brauche auf jeden Fall Anti-Vision jetzt, das ist Step 1, Anti-Vision. Der soll sich eigene Freunde suchen, der Shen. Wie heißt er? Bronzebomber? Der Bronzebomber, ja. Richtiger Bronzebomber, der Brudi. Ich glaube, ich bin jetzt dieses Game mindestens 3-mal an Shen gestorben. Einmal geflashkillt, einmal hier geflashkillt. Immer dieser Taunt, ey. Ich hätte mir echt Mercurys kaufen sollen. Hilfe. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, leider. Ich glaube, wir gehen Botlane splitten, Leute. Wir gehen jetzt einfach von der Gefahr weg. Dann sterbe ich auch nicht mehr. Wir nehmen die Gefahr und gehen woanders hin. Na, wir fahren jetzt Botlane, bis wir 3 Level... Wir sind jetzt Level 11. Xerif ist auch Level 11. Und wir gehen jetzt... Mein Ziel ist jetzt, 2 Level über Xerif zu sein. Ich hoffe, mein Team endet nicht. Ich hätte jetzt insane dabei im Teamfight sein können. Ja. Aber ich habe gesehen... Ich meine, ich habe halt gesehen, es ist kein Baron da. Warum sollte man da fighten? Habe ich mir so gedacht. Aber gut. Ich kann jetzt einfach als Ausrede sagen, ich war tot, so. Ach, Leute. Ich meine, da war... I see, there's no Baron. Why fight? So, aber ja, Mitte kann ich jetzt nicht deffen, glaube ich. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist hier unten. Mal gucken, ob der Red Buff da ist. Nö. Okay, aber Leute, ich glaube, hier ist noch alles drin. Machen wir hier keinen Stress. Next fight we win. Guck mal, unser Lucian. Unser Lucian ist voll positive. Ich bin das gar nicht gewohnt von AD Carries. Und er heißt Ruining Your Elo. Bin ich überhaupt nicht gewohnt. Okay. Xerif kommt. Können wir vielleicht Xerif direkt töten, wenn er kommt? Oh, guck mal, hier sind halt überall Wards. Ich muss da echt dran denken. Ich sterbe in letzter Zeit Giga auf, weil mein Draktarblade mir einfach nicht mehr diese Vision wegmacht. Und ich nehme das aber noch für selbstverständlich, aber das ist nicht mehr so.
Deswegen muss ich jetzt wieder... Ich meine, ich kann ja sehen vom Draktarblade, hey, hier ist ein Ward oder eben nicht. Guck mal hier, was ist ein Masse gerade? Later! Ja, was ist jetzt, Shen? Was ist jetzt, hä? Hier, nimm mein Ignite. Brenn, du Bruder. Ah, nee, da, ich wollte da drüber, aber vielleicht lieber... Ja! Spring! Brenn! Hier! Schön, 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 schön. Leute, ich ziehe jetzt die Carry-Pantoffeln an. Ja, ich brauche mehr Experience einfach. Also nicht Experience im Sinne von Experience, sondern Experience im Sinne von... Ich muss mehr Games zocken. Solche Experience. Ich muss einfach wieder den Flow für mich entdecken. Mein inneres Wurzelchakra entfalten. Sowas quasi. Ich meine, so schlecht... Das ist natürlich auch meckern auf dem somehow Nivio. Also auf dem Niveau, so weil... Wenn wir ehrlich sind, ich stehe halt... 7-5 ist jetzt auch nicht so schlecht, aber... Es waren halt so alles so unnötige Tode irgendwie. Das nervt mich ab, Bischal. Oh, wir haben richtig Geld. Tötet ihr den? Ah, nope. 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 Okay, macht aber nicht viel Damage Excel, aber er hat auch Armor gekauft. So, wir haben jetzt Yomus. Vielleicht sollte ich auch wieder Yomus First kaufen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich einfach zu langsam bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Rune spielen soll oder die Ultimate-Rune. Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Hm? Ich weiß es nicht. I don't know, I don't know. Ich würde jetzt gerne nochmal... Der Katus hat keine... Nix mit Stundenglas oder so. So, wir haben... Da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Und der Xerif, der ist da unten noch. Vielleicht, wenn ich schnell bin... Oh, hier ist ein Ward. Guck, da, das hat mich direkt gesehen. Deswegen lassen wir das sofort und lenken hier ab. Wir könnten ihren Rücken massieren. Aber ich glaube, besser nicht. Werde ich wieder getauntet. Wir fahren... Ich wollte ja mein Ziel noch. Guck mal, wir sind schon ein Level über Xerif. Wir wollen ja Level drüber sein. Ich denke mal, wir fahren weiter Botlane. Guys, if they come to me, take Baron. So, der Call ist da. Und wir farmen jetzt schön XP. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich kann Botlane. Das heißt, ich kann den ganzen Kühlschrank mit Kinderpinguin aufessen. Und sagen, Leute, das ist ein Plan. It's a plan. You just need to follow the plan. Der hat leider Stundenglas, der scheiß Eumel, der Xerif. Und ganz zur Not gehen wir einfach in die Mitte. Kann sein, dass Xerif auch gerade hingeht. Hier, der scheiß Ward, wo ist denn das? Weg damit jetzt. Weg damit. So. Ach, Leute. Ach, Leute. Ach, Leute. Gib mehr XP. Gib mehr XP. Wir haben jetzt halt leider keine Ultimate gerade. Kurz. Oh, der Xerif, der macht da was, aber. Gar nicht so schlecht. Da kann ich auf jeden Fall was killstealen. Da kann ich auf jeden Fall was mitnehmen. Also. Oder? Katus ist tot. Ich glaube, da war noch einer sehr low, aber... Ich glaube, ich push trotzdem Botlane durch. Ja, das ist mir zu gefährlich. Ich push Botlane. Wir müssen smart sein. Ich hatte keine Ult, also deswegen konnte ich da auch wirklich nichts machen. Ja, Katus wird halt mit der Zeit richtig nervig. Da kommt der Mr. Xerif. Hat der noch Stundenglas? Bestimmt, oder? Ich könnte ihn eventuell töten, aber der ist locker, hat der noch Stundenglas. Ich glaube, ich gehe mal im kurz deffen einmal. Weil mein Team... Alter, dieser Twitch, der ist aber auch einfach Level 15, Leute. Wobei, Shen ist ja der Supporter, ne? Aber trotzdem. So, ich brauche jetzt unbedingt mehr CDR. Ich habe zu wenig Ultimates. I need more Ultimates. Und ich muss hier die Base steffen. Ich glaube, ich lasse das mal ihn machen. Kann ich irgendwo was machen? Was mache ich denn jetzt? Toplane Tower. Lass mal Top... Bisher bin ich noch nicht giga-useful, muss ich zugeben. Aber ich müsste Ding jagen einfach. Der ist schon weg, oder? Oh, ne, der ist noch da. Kann ich hier mal... Stirb bitte. Danke. Nice! Oh moi! Ah, ja, 150 Standards Razzia. Schön, 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 schön. Kann ich? Ja, heim ich mal. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Da ist Kaktus. Dem, ich muss Kaktus töten. Der hat noch keinen Stundenglas und der baut auch keins. Und da ist ein Ward, aber das ist zu gefährlich. Midlane push, Botlane push. Midlane push, Botlane push. Ich habe keine Ultimate. Midlane push, Botlane push. Ich habe keine Ultimate. Midlane push, Botlane. Ist das ein guter Call? Unser Jungler ist eigentlich schon nicht da, Leute. Okay, es scheint nicht, als würden die wissen. Also, die würden nicht wissen, dass wir. Aber da Riven habe ich gespottet. Leute, 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 Leute. Ich mache mal hier Troubleshooter. Ich habe noch keine Ultimate. Ich bin Troubleshooter. Können wir das schnell machen, Mr. Twitch? Mr. Red? Mr. Red? Mr. Red? Danke. Oh, ich habe ihn genommen. Ich hab ihn genommen und ich werde jetzt euch auch nehmen. D
Der Nehmersprung von der GEMA. Und Omoe Autotech. Slimdo. Ha. Later. Ich komme. Bananasprung. Woo. Gib. Und weg. Und nein. Mach irgendwas. Soraka. Wo bist du? Ah, sie hätte mich heilen können. Dann hätte wenigstens einer von uns überlebt. Na gut. Gut, wir sind aber... Guck mal, ich bin C6. Also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie... Ich war mal cooler und geiler, aber im Moment nicht so. Aber dafür habe ich eine Banane. So, jetzt brauche ich noch Benjis Dingteil da. Oh, Erdrex. Lecker. Cool, noch weniger Ultimate Cooldown. Ich kann mich halt mit der Rune nicht entscheiden. Weniger Ult wäre halt immer cool, aber... Laufen ist auch cool. This game is so good, Leute. So, Katus, der baut jetzt leider Stundenglas. Ab dann wird das Game deutlich schwieriger. Und wir haben, ja, wobei wir haben Baron, ne? Baron haben wir, glaube ich. Also, wir haben noch Baron, meine ich. Was wir ihn bekommen haben, weiß ich, aber... So, ich muss jetzt hier erstmal Vision entvisionieren. Die würde ich aber mitnehmen, tatsächlich. Einmal mitgenommen. Vision. Okay, jetzt alles clear. Roger that! Hat sie mich gesehen? Ja, eigentlich schon. Wenn ich sie sehe, sieht sie mich auch, oder? Das ist immer die grundsätzliche Regel, die ich so habe. Wobei die Regel ziemlich dumm ist, weil... Wenn ich Augen zu habe, sehe ich ihn nicht, aber er sieht mich. Wie sieht jetzt eigentlich die Animation aus? Ja, sieht auch cool aus, Leute. Also, absolut insane. Alles einfach. Okay, Katus ist irgendwo hier. Wir können ja mal kurz nur durchsteppen. Das ist eine Kate, sie ist ganz alleine. Caitlin! It's a prank! Nein, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich ein richtiger Endgegner. Hier sind Blades. Malphite, rennen! Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass die Erde stirbt. Ha, wortwörtlich Erde, wisst ihr, weil der Stein ist und so. Leute, no ult, no fight. Ja, Leute, aber... Ja, gehe ich da noch hin? Mann, ich habe keine Ult und Ult ist Talon einfach nicht dasselbe. Ja, aber er macht alles kaputt. Ich glaube, ich mache den Turm und dann steppe ich da vorbei. Dann ist das eine Worth-Worth-Situation. Jetzt steppe ich da kurz vorbei. Mann, ey, diese ganzen Wards, ey. Könnt ihr bitte aufhören mit diesen ganzen Wards? Du kannst mich hier nicht chasen, also lass es, danke. So, wir könnten aber eventuell Caitlyn's Everdeen. Der Shen ist ausnahmsweise einmal tot. Hier ist zwar ein Ward, was mich sieht, aber ich bin schnell wie der Blitz. Nee, doch nicht. Later. Au, ja, oh nein, bitte greif mich nicht an, bitte greif mich nicht an. Oh, lol, help! Na, okay. Ja, ist Bloomer vielleicht da? Ja. Ich war nicht. Ich fahre mehr. Ich pushe jetzt Top-Lane, Leute. Mann, irgendwie bin ich. Also, ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin irgendwie. Ich bin nicht scheiße, aber ich bin auch nicht geil. Ein Ocean Drake wäre mal geil. Wobei, oh, Nimbus. Ich vermisse einfach Nimbus so hart. Ich glaube, daran liegt meine Nimbus-Zeiten. Ich habe mit Nimbus immer noch nicht abgeschlossen. Malphite hat 570 Armor. Wieso hast du 570 Armor? Die sind fast full AP. Na gut. Wie viel Magieresistenz hat er? 110. Brudi. Die haben... Ja, so, naja, so, ja, ich meine, es geht. So, gut, was? Ich muss... Mann, aber deren Team ist auch einfach doof. Ich kann niemanden... Shen guckt euch den an, der ist unsterblich. Caitlyn hat hier... Caitlyn geht, aber Caitlyn erwische ich nie, weil Shen immer da ist und Shen ulten kann. Das ist einfach ein komisches Game. Der hat Stundenglas, der hat gleich Stundenglas und Riven ist sowieso kacke zu töten. Geh mal bitte weg. Also... Das ist einfach... Ein schwieriges Team. Aber auch mit schwierigen Teams muss man umgehen können. Aber ich pushe einfach wieder durch. Wir haben jetzt einen Cooldown von 32 Sekunden auf der Ultimate. Also wenn wir jetzt so weit sind, dann ist auf jeden Fall der Ult-Cooldown nicht so wichtig. Dann kann man lieber sagen, lieber schneller rennen als ulten. Aber
Hier das Riven. Die scheren sich nicht über den Drachen anscheinend. Wobei, der braucht auch noch ein bisschen. Kann ich Riven töten? Wir können es aber versuchen, Leute. Let's try. Na gut. Dann nicht. Ich wollte... Also ich brauche ja Max Damage. Ich wollte Auto-Attack Q machen. Weil sonst habe ich auch nicht genug Damage. Leute, raus. Ich habe keine Ultimate für 20 Sekunden. Leute. Kurz raus. Mann, dieser Shen, ey. Den kann ich nicht töten. Leute, ich habe keine Ultimate. Versteht ihr das, was das bedeutet? Mann, ich muss Kate töten, aber sie hat ein Gear. Aber ich werde Kate töten, das ist meine Mission. Oder Kato stumm lassen? Ja, hat er nicht. Oder Kratos. Oder Karatus. Dafür brauche ich aber geiles Positioning. Oder ich mache einfach den zerstörenden Sturmschneisenschlag. Zerstörender Sturmschneisenschlag! Der hat geklappt, jetzt muss ich nur noch überleben. Heil mich irgendwas? Okay. Ja, also ich habe Kratos getötet. Was wichtig ist, weil Kratos ist insane. Ich glaube, Kratos ist der schlimmste von allen. Nice. Ich glaube, im Nahkampf macht man keine Cure of Kate. Und auch keine Ult. Aber gut. Ja, also ich meine, Kratos ist der wichtigste, Leute. Und das Problem bei Kratos ist immer, tötest du ihn? Er hat doch die meisten Kills. Tötest du ihn nicht, weil er dann nicht tot ist, weil er immer noch lebt. Aber wenn du ihn nicht tötest, dann ist er am Leben und dann lebt er. Das heißt, was du machst, aber ich habe mir halt gedacht, wenn er schneller tot ist, dann ist er halt schneller tot und lebt dann nicht mehr. Deswegen habe ich ihn getötet. Und er hat halt keine Ult. Und deswegen, ich meine, wir haben den Teamfight super hart gewonnen. Jetzt machen wir noch das Ding. Klar, ich bin nicht der, der am Ende so, wow, Triple Kill, Quadra Kill, aber, ne? So, ich habe schon plus 17. Ach, das ist so useless alles. Help! So, gucken wir mal, was machen wir denn jetzt, ha? Oh, wir haben die Air Soul. Das ist wie Nimbus. Oh. No. Einmal die da mitgenommen. Ich brauche noch Level 18. Zu spät. Ja, jetzt mach hier nicht ein Fragezeichen, Pingbody. Ich mach auch Arbeit. Klar, bei dir sieht. Ich meine, wir haben fast dieselben Starts. Ist jetzt nicht so, als wäre ich hier der Underdog oder so. Der hat Stundenglas, aber kein Turm. Vielleicht können wir ja mal kurz vorbeilunsen, aber ich glaube nicht. Der ist. Oh! La, 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 la. Bitte keine Schnell. Oho! Einmal so weggespikst. Genau das ist nämlich normalerweise mein Business. So mache ich das, aber das geht in diesem Game einfach überhaupt nicht. Geht einfach nicht, weil immer... Oh, unser Ult-Cooldown, Leute. Weil immer irgendjemand da ist. Und Shen-Ult hatte, glaube ich, Cooldown. Weil sonst hätte der auch geultet wieder. Ich habe eigentlich drauf gewartet, aber... Guck mal, jetzt haben wir wieder Ult. Wir können direkt da langsteppen. Ich hole mir jetzt auch Kills. Ich will auch... Ach, Mann. Oh. Aber irgendjemand lebt da noch. Riven. Ah, die ist auch tot. Ja, dann pushe ich Botlane durch. Carneficina. Weg mit dir, Kanone. Na, 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 wenn der Ult-Cooldown so reinkickt, dass du einfach für die Kanone ultest. Ja, schön, haben wir gewonnen. Ich glaube, ja, vielleicht sogar. Ich hätte vielleicht auf Xerath... Oh, Leute, eigentlich habe ich das Game gewonnen. Ich habe Xerath gecatcht und haben wir direkt geendet. Also, also ich habe meinen Beitrag geleistet. Ich bin Beitragszahler. Geht da rein. Der springende Ultimativ-Attackenschlag. Woo! Schön, der ist gut, den merke ich mir. Ja, und beende. Schön. Schön. Nee, ist schön soweit. Freut mich. Die Elo nehme ich gerne an. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Der Skin ist so amazing. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen und goodbye. Later. Ich hab euch lieb.